Hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Tutorial und diesmal gibt es wieder ein Handtutorial und zwar ein Peace-Zeichen. Das hattet ihr euch damals ganz, ganz lange, lange her mal gewünscht und ziemlich oft gewünscht und deswegen dachte ich, schiebe ich das her, bevor ich eure neuen Wünsche entgegennehme. Und ja, wird nicht so schwer, hoffe ich zumindest, und fangen wir an. Das erste ist wie immer, dass wir die Grundform zeichnen, die fast überhaupt nicht anders ist wie bei den anderen auch. Das bedeutet, wir malen jetzt diese Weinglasform ein, die nach unten hin nur nicht abgerundet ist, sondern abgehackt. Und darunter zeichnen wir wieder das Handgelenk ein. Und natürlich zeichnen wir den Arm dazu auch. So. Dann werden wir links mittig jetzt als erstes den Daumen einzeichnen. Und diese Form könnt ihr euch vorstellen wie eine Birne, bloß dass die nicht ganz ausgezeichnet ist. Das bedeutet, sie ist an der rechten Seite so ein bisschen abgeschnitten. So, und am oberen Ende dieser Form werden wir jetzt den Daumen einzeichnen. Das bedeutet, wir gehen spitz nach oben, werden das Ende nicht abrunden, sondern die Fingerkuppe am Anfang der Linie spitz und dann abgerundet weiterzeichnen, bis wir die andere Hilfslinie wieder erreicht haben. Und dann könnt ihr auch dort nochmal so ein Daumengelenk einzeichnen. Und dann werden wir noch den Daumen andeuten, nach unten hin. Und das wird nirgendwo anschließen. Ne? Den Strich zieht ihr einfach nur ein bisschen schräg nach unten. Und auch nicht zu lang. Und ja, weiter geht's. Wir werden jetzt den Ringfinger einzeichnen. Wenn das der Ringfinger ist, ich habe keine Ahnung. Dort werden wir über unsere Rundform diesen Huckel zeichnen und dann den Finger nach unten hin weiter zeichnen. Wichtig ist, dass der Ringfinger hinter der Spitze des Daumens verschwindet. Und den kleinen Finger zeichnen wir gleich daneben und der wird natürlich ein bisschen kleiner als der Ringfinger. Ich weiß, meine Erklärungen bringen nicht so viel. Ich glaube, ich überlege schon, dass ich einfach meinen Ton ausmache und nur Musik laufen lasse. So, und jetzt vom Zeigefinger und vom Mittelfinger werden wir jetzt die Fingergelenke erst einmal einzeichnen, beziehungsweise, ja doch, stimmt. Oh, tut mir leid, ich bin gerade am Malen und da ist man, bin ich nicht so aufmerksam beim Reden. So, dann werden wir an den Zeigefinger den ersten Teil des Fingers einzeichnen. So, das ist auch der längste Teil eures Fingers. Wenn ihr euch mal euren Finger anschaut, dann werdet ihr ein weiteres Fingergelenk einzeichnen, den Finger weiterzeichnen. Dieses Stück des Fingers wird deutlich kleiner und nach oben hin ein bisschen dünner als der erste Teil. Dann zeichnen wir noch ein Fingergelenk ein und werden die Fingerkuppe einzeichnen, beziehungsweise die Fingerspitze. So. Das sieht jetzt alles noch so ein bisschen unförmig aus und da seid ihr auch wieder gefragt, dass ihr euch das anschaut, dass das alles nachher, wenn ihr outlined, also nachzieht, dass das alles ein bisschen gerader ist. Dafür müsst ihr nämlich auch ein Auge entwickeln. Das werdet ihr aber gleich nochmal sehen, weil ich werde das gleich nochmal grob nachzeichnen, die Skizze, so dass es mir gefällt. So, und das gleiche machen wir jetzt mit dem Mittelfinger auch, das gleiche, was wir eben mit dem Zeigefinger gemacht haben. So, wie ihr seht, sieht das bei mir gerade noch ein bisschen krüppelig aus. Also verliert nicht den Mut. Die Skizzen sind nämlich immer hässlich. Naja, meistens. Aber ich muss sagen, der Mittelfinger ist ein bisschen gerader geworden als der Zeigefinger. So, das ist auf jeden Fall erstmal unser Grundskelett dafür. Und dann werde ich jetzt einfach nochmal alles ein bisschen ausbessern. Wie ihr seht, werde ich jetzt den Zeigefinger ein bisschen begradigen. Alles, so dass das dann auch aussieht wie ein Finger und nicht wie eine Wurst. So, und zwischen den Fingern müsst ihr immer diese kleine Abrandung einzeichnen, weil wenn ihr mal eure Handfläche auseinanderzieht und zwischen die Finger guckt, seht ihr, dass das ja nicht eckig ist zwischen den Fingern, sondern rund die Haut da ist, weil wir auch ein bisschen komisch aussehen. So,
Dann könnt ihr wie immer noch die Fingernägel einzeichnen. Das ist ja nach Stil immer unterschiedlich, aber ich mache das meistens immer. Dann werden wir die Hilfslinien ausradieren. Könnt ihr ja schauen, was ihr genau da wegradieren müsst. So, das hier auch weg. Und das auch weg. So, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die eine Linie dürft ihr jetzt nicht wegziehen, weil die nämlich den Daumen andeutet. Und das untere Ende der Birne, nenne ich es jetzt mal, dürft ihr auch nicht wegradieren. Ihr dürft nur ein Stück von dieser Hilfslinie wegradieren, weil das nämlich der Handballen darstellt. Den Handballen. Ach, mein Deutsch ist heute mal wieder super perfekt. Aber es ist auch 2 Uhr nachts, also lasst mich. So. Ups, das war ein bisschen zu viel. So. Hier unten dann auch noch das Ding wegzeichnen. Wegradieren. Warum sage ich denn die ganze Zeit Zeichen? Bin ich irgendwie ein bisschen bescheuert oder so? So. Okay, ich mache es jetzt doch weg, weil dadurch, dass ich es jetzt wegradiert habe, sieht das jetzt ein bisschen doof aus. Aber ihr könnt hier einfach nochmal neu nachziehen. Und guckt euch immer eure Hand an. Dann werdet ihr schon merken, wie das alles auszusehen hat. So. Dann könnt ihr noch so ein paar Falten einzeichnen. Besonders da, wo eure Finger sich immer knicken, wenn ihr eure Finger bewegt. Das seht ihr ja, ihr habt ja diese Falten. So. Aber das müsst ihr theoretisch nicht machen, nur je nachdem, oh, was mache ich denn hier? Je nachdem, wie realistisch euer Zeichenstil ist. Sollte er weniger realistisch sein, dann müsst ihr das nicht machen. Aber auf jeden Fall war es das schon. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und haut mir eure Wünsche unten in die Kommentare rein. Dann werde ich sie das nächste Mal beachten, weil wir sind ja jetzt schon wieder so weit, dass ich eure alten Wünsche abgearbeitet habe. Das bedeutet, viel Spaß beim Üben, viel Spaß beim Zeichnen. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.